jetzt keinen Bock mehr hat, kann hier direkt auf der Autobahn und nach Hause fahren. Aber ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Bock. Wir fahren jetzt weiter durchs Grüne. Richtung Freienohl. Ja, und da sind wir auch schon in Freienohl. Ja, da bremsen wir mal. Das schaffen wir noch. Zu kurz. War zu kurz geschnitten zwischen Knie und ja, Ferse oder Fuß. Ich habe auch noch mal vor mit euch Richtung Lippetal, also Kreis Soest zu fahren, ein bisschen mehr ins Flache rein und da mal vielleicht ein paar neue Strecken ausfindig zu machen. Oder auch mal nach Haltern, Halterner Stausee, da die Ecke, da ist auch mal sehr viel los, bezogen auf Motorrädern. Ich denke mal, mit diesem Moto V-Look habt ihr dann auch schon größtenteils alles gesehen hier von meiner Hausstrecke, sag ich mal. Da will ich euch nicht irgendwie mit dem nächsten Moto V-Log mit langweilen. Was heißt Moto V-Log? Richtiger Block, Moto V-Log, V-Log ist es ja gar nicht. Wie gesagt, ich spreche keine speziellen Themen an. Weil ich der Meinung bin, ich glaube, es interessiert keinen, ob ich heute Morgen irgendwie auf Toilette war oder was ich mir nächstes Jahr für ein Auto kaufe oder wie zufrieden ich mit meinem Auto bin oder wie zufrieden ich mit diesem Motorrad hier bin. Ich denke mal, das kann man alles schon zu Genüge im Internet nachlesen, nachrecherchieren, auch wahrscheinlich in Form von Moto-Vlogs. Ich glaube, die meisten Themen sind auch von allen Motobloggern bereits durchgekaut. ABS, Schutzkleidung, dieser ganze Sicherheitsbereich. Dann welches Motorrad für einen Anfänger, welche 125er, welche 48 PS Maschine oder welche Maschine nach 48 PS, bla bla bla. Ich glaube, das haben schon die meisten durchgekaut. So, jetzt fahren wir hier rechts an der Aral vorbei. Die Aral kennt ihr noch aus einem letzten Video von mir. Jetzt fahren wir die Strecke halt nur entgegengesetzt. Im letzten Video sind wir in gegengesetzten Richtung gekommen. So, was ist hier los? Auf den Gleisen möchte ich nicht halten. So, und dann sage ich mal herzlich willkommen in Olpe, Stadt Meschede. Wo
Unsere Runde zieht sich so langsam zu. Es sind jetzt noch gute 44 Kilometer. Wir werden gleich unten bei Amecke rauskommen am Sorpesee. Also in meinen Augen wirklich eine schöne Rundtour. Für mich jetzt persönlich gesprochen. Ja, Möhnesee, einmal eine Runde rum Richtung Sorpesee, eine Runde rum und dann wieder nach Hause. Ohne irgendwie eine Strecke zweimal zu fahren oder kreuz und quer fahren zu müssen. Ja. Finde ich gut, wenn sich junge Leute sich für ältere Leute einsetzen. Fand ich auch super geil von den Motor-Vlogger Blackout. Hier mal einen schönen Gruß an dich. Also dein Kanal explodiert ja förmlich. Das ist so krass. Ich hatte dich abonniert, da hattest du glaube ich so rund 150 Abonnenten. Und mittlerweile, ich glaube, hast du knapp 7000. Und das innerhalb von, ja ich sag mal, 2-3 Wochen. Das ist bombastisch. Hammer. Mach weiter so, deine Videos gefallen mir. Schön kurz, schön knackig. Hamburg ist sowieso eine geile Stadt. Mein Vater ist da drin geboren worden. Und ja, so ein bisschen blaues Blut oder Hamburger Blut habe ich auch in mir. Ich liebe die Nordsee, ich liebe die Ostsee. Es ist wirklich immer schön, deine Videos anzugucken. Ein bisschen Hamburg zu sehen. Ein bisschen Heimat zu schnuppern, ja, sage ich einfach mal so. Die Heimat meines Vaters. Achso, wo ich stehen geblieben bin, genau. Alte Leute, junge Leute. Wie gesagt, er hat sich in seinem letzten, vorletzten Video hat er sich extrem für so einen Rentner eingesetzt, der mit so einer Gehhilfe über eine Ampel geschlichen ist. Autofahrer hatten schon grün und dann fing das große Hubkonzert an. Also eigentlich unmöglich. Sie haben genau gesehen, der Rentner kann nicht schneller. Dann fangen die an zu hupen und fahren irgendwie im Abstand von 3 cm an ihm vorbei. Das ist richtig asozial gewesen. Und wie er die Leute da angeschissen hat, zurückgehupt hat, fand ich klasse von dir. Daumen hoch. Ja, wo wir gerade bei Motor-Vloggern sind, ist etwas kleinerer, so klein und mickrig wie ich. Aber vielleicht ändert sich das noch. Attex. Hier auch einen schönen Gruß an dich nach Österreich. Auch wenn deine Tonqualität noch nicht so genial ist, perfekt ist, schaue ich deine Videos trotzdem gern. Allein schon wegen der genialen Landschaft und den Bergen. Auch von mir ein super Daumen, ja. Mach weiter so. Ja, und Zink grüße ich auch, den Kollege von Blackout. Der hat eigentlich in meinen Augen mindestens genauso viel Abonnenten verdient wie Blackout. Er hat so eine geile Ducati und dann noch in weiß, ich glaube weiß Metallic mit dem roten Rahmen. Ey, so genial das Ding. Traum, Traum. So, 2 Gänge runter. Fahren wir hinterher. Ja, fahren hinterher. Ich denke mal, ihr beiden, Zink und Blackout, ihr werdet nicht mehr lange brauchen. Da wird der Markt den Motorblogger schlagen mit euren Abozahlen. Schöne Kurve, scheiß Asphalt.
ich werde jetzt hier gleich mal irgendwann rechts ranfahren. Ich hoffe, der Akku ist noch da. Hat nicht den Geist aufgegeben, weil heute habe ich meine Fernbedienung nicht dabei. Ich habe also keinen Akkustand, den ich hier am Abend prüfen kann, nebenbei. Weil der Akku selbst von der Fernbedienung leer war. Ich habe ganz vergessen, die Fernbedienung rauszuladen. So, hier hätten wir jetzt rechts gemusst. Vom ganzen Quatschen habe ich es verpennt. Also fahren wir jetzt hier mal kurz mit dem Bus. Drehen die rund 200 Kilo. So. Ah, das ist hier die Strecke Fiesbeck, die wir letztens hochgefahren sind. Stellung ist hier schön unter dem Baum. Wunderbar. So, dass er gerade steht. Machen wir kurz einen Akku-Check. So, wie gesagt, es geht jetzt weiter. So, drehen ohne Bein aufstellen. Haben wir hingekriegt. Hellenfelder Straße. Und das ist hier die Wengeler Höhe. So, das muss ich mir mal merken. Richtung Fiesbeck. Sehr schön, die Strecke. Eine alte Honda VFR, auch schön. So, jetzt fahren wir hier rechts auf die Arnsberger Straße Richtung Arnsberg, Sundern, Westenfeld. So, jetzt sind wir rechts gefahren. Fahren hier wieder rechts, Entschuldigung, links Richtung Sundern, Westenfeld. Guck, dicke LKW, den wollen wir nicht vor uns haben. Dann kommt der Wind von vorne, ist nicht ganz so schlimm. Fahren wir hier rechts, auch wieder Richtung Sundern, 3 Kilometer. So, jetzt fahren wir hier links Richtung Seeschede,
Endorf. Herzlich willkommen in Seeschede. Hier gibt es frische Kartoffeln. Aber hier geht es auch dann wieder weiter Richtung Enlohe. Also quasi einmal über den Kreisverkehr gehüpft. Und dann könnt ihr es wahrscheinlich schon lesen. Hier fahren wir rechts Richtung Sorpesee, Finntrop. Und Sundern. Rechts wird es dann nach Freienohl gehen, Arnsberg. Aber nach Arnsberg wollen wir ja nicht. Die Tour heißt ja rund um Arnsberg. Also lassen wir Arnsberg immer schön in der Mitte des Kreises. Und fahren hier jetzt Richtung Sorpe. Dauert ungefähr so 5 Minuten ab jetzt. Dann sind wir auch schon da. Das Wetter sieht immer mehr mega scheiße aus. So, jetzt geht es hier wie gesagt rechts Richtung Amecke, Sorpesee. Wirklich so aus, als ob es jeden Moment regnen würde, aber noch kommt nichts runter, Gott sei Dank. So, herzlich willkommen in Amecke. So, jetzt fahren wir hier rechts und dann sind wir eigentlich schon am Sorpesee, am Vorbecken. Kommt ein LKW da. Schleichen wir uns noch davor. So, dann fahren wir jetzt hier rechts. Ich denke mal, das kennt ihr hier alle schon. Neues, aber trotzdem zeige ich euch das mal, wie schön man, wenn man rund um Arnsberg fährt, Möhnesee entlang, dann die Strecke runter Richtung Süden, Richtung Sorpesee und dann wieder nördlich hoch. Schöne Rundtour. Und hier auch keine Menschenseele. Sitzen alle auf ihren Bürostühlen der Arbeit oder weiß ich nicht, haben gerade die Hilti in der Hand und bohren Löcher oder beraten ihren Kunden, sind auf Dienstreise, am Arbeiten halt. Keiner da. Der Sorpesee gehört uns. Gucken, ob wir den jetzt überholen können. Ja, können wir.
Auch hier war gestern die Hölle los. Also ich glaube, jeder hat sich gestern gedacht, fahren wir zur Möhne oder fahren wir zur Sorpe. Es war so voll. Ich habe dann hinterher abgebrochen. Ich bin auch hier lang gefahren Richtung hier diesen Seeufer oder wie man das nennt, da wo die ganzen schönen Cafés sind und die Motorradfahrer sich auch treffen. Also da ist man gar nicht mehr hingekommen. Das hat sich so aufgestaut, wahrscheinlich durch die Zebrastreifen, weil da andauernd Leute immer rübergegangen sind. Also ab hier hat man quasi gestanden. Es war irgendwie kein richtiges Vorortkommen. Und irgendwie dran vorbei konnte man auch nicht, weil andauernd Gegenverkehr kam. War schon in dem Sinne ziemlich scheiße. Der Nachteil von schönem Wetter am Sonntag. War gestern alles voller Maschinen. Hat hier quasi nur noch Motorräder gesehen. Und hier ging gestern gar nichts mehr. Hier standen sie. Wirklich alleine. Ich sehe hier kein Motorrad. Nicht ein einziges bis jetzt. Nur zwei Fahrräder. Das ist auch geil. Richtung Hachen. Ach, so ein blöder Lieferbohr, auch noch ein LKW. Das ist doch jetzt scheiße. Alles. Mir ging es eigentlich nur darum, um euch mal die Strecke vom Möhnesee bis zur Sorpe zu zeigen, weil das habe ich eigentlich noch nicht auf Kamera gehabt. Wie gesagt, das nächste Mal versuche ich mal so Richtung Münsterland. Vielleicht habt ihr ja auch Empfehlungen für mich, wo ich mal lang fahren könnte, hier in der Nähe oder wie gesagt Richtung Münsterland.
schreibt es mir einfach unter das Video. Und ihr könnt mir auch ruhig mal runterschreiben, ob ich überhaupt zu meinen Aufnahmen reden soll oder ob euch der ganze Scheiß gar nicht interessiert, was ich hier so von mir gebe und ihr lieber, weiß ich nicht, nur glasklaren Motorsound hören wollt. Wie gesagt, die meisten Moto-Vlogs, die behandeln ja alle so spezielle Themen. Pro Video kann man sagen, ein, zwei Themen, die da angesprochen werden und diskutiert werden. Und das ist ja so bei mir nicht der Fall. Ne? Bei mir soll es ja eigentlich hauptsächlich darum gehen, um euch hier die Strecken zu zeigen, um euch einfach quasi wie so als Sozius dabei zu haben und ihr entspannt mitfahren könnt. Wenn es euch, wenn es bei euch gerade mal am Regnen ist oder so und ihr irgendwie Bock habt, mal so ein paar Motorradvideos euch anzuschauen, wo ihr sagt, hey cool, der Junge fährt coole Strecken, da fahre ich doch mal eine virtuelle Runde mit und genieße die Aussicht, die er uns da auf ja, SD-Karte mitgebracht hat. Mal kurz einen Boxenstopp hier. Ne? So, dürfen wir jetzt hier rechts oder? Nee, dürfen wir nicht. Schade. Egal. Dafür bekommen wir hier eine neue Straße. Also hören wir auf zu meckern. Haben wir irgendwie nächste rechts. Auch egal. Oh, der ist ganz schön am Schleichen. Hier ist 70, er fährt 60 nach Tacho. Hat sich wirklich ganz schön zugezogen. Innerhalb von 2 Stunden. Oh, richtig viel Kacke auf der Fahrbahn. So, wir sind hier in Hövel. Fahren wir jetzt hier rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch nicht auf die Schippe nehmen, Mann. Also wenn man da reinknallt, da ist auch wirklich sofort Feierabend, dann hätte man gar nichts mehr. Schöner Landy.
mal geradeaus. Ah, die Straße ist so scheiße. Fette Bodenwellen, Risse. Ja, hier kommt die berühmte Kurve aus meinen anderen Videos mit den schönen Kratzern. Auf der Fahrbahn. Da ist irgendwie so ein Steinwerk oder so ein Steinbruch in der Nähe. Dementsprechend sieht dann hier auch die Straße aus. Nein, ich wende jetzt nicht. Ich fahre jetzt so nach Hause, liebes Navi, wie ich es möchte. Aber ich denke mal, die Jungs da vor dem Bildschirm haben gesehen, was sie sehen wollten. Habe ich auch einer nicht gepackt. Der ganze Baum ist voller Blumen und Grabkerzen und Grablichter. Kommen sie schon, die Dicken? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, das ist ja eine Betriebsein- und Ausfahrt. Was hier jetzt im Moment los ist, weiß ich auch nicht. Tag der offenen Tür oder was? Vom Steinbruch? Keine Ahnung. Ach, da sind sie am Polizei ist auch da, sag. War richtig Staub. Ja, ist ganz schön windig geworden. Vielleicht könnt ihr das an den Fahnen erkennen, an den Bäumen, Baumkronen. So, und da sind wir eigentlich schon wieder an der Stelle, wo wir zum Möhnesee gefahren sind, nämlich da lang. Und hier endet quasi unsere Runde rund um Arnsberg. Jetzt geht es noch ein kleines Stück über Landstraße Richtung Menden. Und ich denke mal, ich schalte jetzt hier ab. Ich werde hier cutten. Ich wünsche euch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder wiedersehen hier auf YouTube. Wie gesagt,
alles wetterabhängig. Und in Arbeitszeiten natürlich auch. Erwartet da nicht allzu viel, dass ich irgendwie in den nächsten Tagen wieder ein neues Video hochlade. Das wird jetzt erstmal längere Zeit dauern. Ja Leute, hat mir gefallen. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich sag mal bis demnächst und lasst doch einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, in diesem Sinne, ciao mit V, haut rein!